Herzlich willkommen zum Jahr 2018 und auch im neuen Jahr wieder eine Ausgabe mit unserem Blick auf die Finanzmärkte, auf das Weltgeschehen. Heute ganz entspannt aus unserer neuen Lounge, die eigentlich so entspannt ist, wie die Finanzmärkte und die Konjunktur das neue Jahr angegangen sind. Denn was sieht man? Man sieht, dass 2018 genauso anfängt, wie das Jahr 2017 beendet ist. Starkes Wachstum weltweit, in den USA, in Europa, in China, und eigentlich trübt im Augenblick gar keine einzige Wolke dieses positive Konjunkturbild. Und wenn wir uns mal anschauen, was in den verschiedenen Blöcken passiert, dann spricht einiges dafür, dass das kurzfristig auch so bleiben wird, dass es aber mittelfristig bzw. langfristig einige interessante Themen gibt, die die Finanzmärkte im Augenblick vielleicht nicht ganz auf dem Schirm haben. Fangen wir an mit den USA. In den USA ist Herr Trump eigentlich gerade mit der größten Zockerei unterwegs oder der größten wirtschaftspolitischen Wette, die es seit Ronald Reagan gab. Nämlich die Steuersenkung, die Steuerreform, die dafür sorgt, dass wir mehr Investitionen in den USA bekommen sollen, dass mehr amerikanisches Geld aus dem Ausland wieder in die USA kommt. Nur die große Frage ist, wie wird es finanziert? Herr Trump hofft, dass es so viel Wirtschaftswachstum gibt, dass sich diese Frage von selbst erledigt, sodass nämlich mehr Geld in die Kassen gespült wird, als vorher da war, und wir nie über diese Finanzierung uns Gedanken machen müssen. Ähnlich dachte auch schon Ronald Reagan Anfang der 80er Jahre, indem er genau die gleiche Wirtschaftspolitik durchgezogen hat. Das Resultat damals war: Schuldenquote in den USA verdoppelte sich von 30% auf 60%. Im Augenblick stehen wir in den USA bei einer Schuldenquote von knapp 100%. Eine Verdoppelung würde uns in eine japanische Situation bringen oder eine griechische Situation. Und wenn diese Wette von Herrn Trump nicht gelingt, wenn er sich verzockt, dann werden wir vielleicht in der zweiten Jahreshälfte nicht mehr über das starke Wachstum in den USA sprechen, sondern über große Finanzierungsprobleme des US-amerikanischen Haushaltes. Zweites großes Thema immerhin noch die Eurozone. 2016 war gut, 2017 war besser, 2018 scheint bombastisch zu werden. Niedriger Zins, ein immer noch relativ schwacher Euro sorgt dafür, dass wir einen wirklich weit und stark getragenen Aufschwung in allen Euro-Ländern haben. Die große Frage ist aber, was macht die EZB? Könnte die EZB sich jetzt doch gezwungen fühlen, aufgrund dieses starken Wachstums den Fuß etwas eher vom geldpolitischen Gaspedal wegzunehmen als erwartet? Das sorgt im Augenblick für Spekulationen, für Volatilität an den Märkten. Aber ich denke, dass Herr Draghi darauf eine Antwort haben wird. Denn die Antwort von Herrn Draghi ist zu sagen, nein, die Inflation ist einfach noch nicht da und die Inflation wird auch in den kommenden ein, zwei Jahren nicht anziehen. Das heißt, Herr Draghi wird uns im Laufe des Jahres nochmal daran erinnern, dass das Anleihenkaufprogramm nicht im September endet, sondern dass nochmal verlängert wird und dass wir über eine erste Leitzinserhöhung der EZB wirklich dieses Jahr nicht spekulieren sollten. Die kommt erst Mitte 2019, dann kann Herr Draghi auch in den letzten Tagen seiner Amtszeit nochmal zeigen, dass er nicht nur Zinsen senken kann, sondern dass er sie auch erhöhen kann. Drittes Thema im Augenblick, deutsche Konjunktur. Deutsche Konjunktur brummt so gut wie wirklich seit 7 Jahren nicht mehr. Und gleichzeitig haben wir keine Regierung. Wie passt das zusammen? Das passt. Das haben wir in Belgien auch gesehen, das haben wir in anderen europäischen Ländern gesehen. Teilweise ist das Nichthaben einer Regierung besser als das Haben einer Regierung, denn dann kann es keine wirtschaftspolitischen Fehler geben. Gleichzeitig heißt es aber auch, dass sich Berlin anstrengen muss, denn wofür brauchen wir eine neue Regierung? Wir brauchen eine neue Regierung, die wirklich neue Strukturreformen angeht, die mehr investiert, sodass Deutschland nicht nur dieses Jahr und vielleicht noch 2019 der starke Mann Europas ist, sondern dass Deutschland auch 2020, 2022 weiterhin der starke Mann Europas ist und wir uns alle weiterhin so entspannen können, wie wir das im Augenblick hier in unserer Lounge machen dürfen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.